Wenn ich einmal alt bin, dann bekomme ich sowieso keine Pension mehr. Ein Satz, den junge Menschen vielleicht gar nicht mal zu Unrecht sagen. Denn derzeit ist der Anteil der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, 20% bei uns in Österreich. Und dieser Anteil, der wird bis zum Jahr 2080 auf 27% steigen. Anders die Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind. Derzeit sind das 61% und dieser Anteil wird auf 53% sinken. Heißt auch, unser Pensionssystem würde das nicht schaffen. Also, was tun? Österreich schrumpft und dadurch schrumpft auch die Chance auf eine Altersvorsorge. Das ist keine Zukunftsangst junger Menschen, sondern Fakt. Ab dem Jahr 2040 werden auf eine Person im Pensionsalter zwei Personen im Alter von 20 bis 64 kommen. Und das wird sämtliche umlagefinanzierte soziale Sicherungssysteme, also Pensionen, Pflege, Gesundheit, unter Finanzierungsdruck setzen und zudem den Arbeitskräftemangel auf dem Arbeitsmarkt potenziell weiter verschärfen. Damit der Arbeitsmarkt und infolge das Pensionssystem in Zukunft nicht komplett kollabieren, muss sich einiges ändern. Ein Teil der Lösung ist Zuwanderung von Arbeitskräften. Ohne Zuwanderung würde die Bevölkerung in Österreich nämlich im Jahr 2080 auf 6,7 Millionen Einwohner sinken, das Niveau der 1950er Jahre. Und nicht nur uns fehlen die arbeitenden Menschen, nicht nur hier gehen die Geburten zurück und die kinderstarken Jahrgänge, die Babyboomer, bald in Pension. Viele Länder setzen daher auf qualifizierte Zuwanderung, auch Österreich. Man steht allerdings hier vor allem bei Hochqualifizierten durchaus im Wettbewerb mit anderen Ländern, insbesondere angelsächsischen Ländern, aber auch Deutschland, die natürlich auch Arbeitskräfte anwerben wollen. Und insofern muss doch das Angebot passen, dass man dann diesen Fachkräften, die hier migrieren sollen, bietet. Stichwort Kinderbetreuung oder Anerkennung von Bildungstiteln. Wichtige Stellschrauben wären laut Experten der Ausbau der Kinderbetreuung und der Pflegeeinrichtungen. Nur so können viele teilzeitarbeitende Menschen, vor allem Frauen, die gerne mehr arbeiten wollen, von unbezahlter Care-Arbeit für den Arbeitsmarkt freigespielt werden. Das Pensionsalter einfach zu erhöhen sei nämlich keine Patentlösung und lässt bloß die Zahlen der Altersarbeitslosigkeit nach oben schnellen. Wenn wir das Pensionsantrittsalter erhöhen, führt das nicht automatisch dazu, dass wir im selben Ausmaß dann jährlich Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt haben, denn sehr viele Leute können aus gesundheitlichen Gründen im hohen Alter nicht mehr arbeiten. Für Menschen, die länger arbeiten wollen, muss es daher auch passende Arbeitsplätze geben, altersgerecht auch im Hinblick auf die Gesundheit. Und noch etwas ist laut dem Ökonomen ein wichtiger Anreiz für Jung und Alt. Aber natürlich spielen auch die Löhne eine Rolle. Es gibt Branchen, im Tourismus zum Beispiel, das sind die Bruttostundenverdienste sehr niedrig im Vergleich zu anderen Branchen, also dass man auch an der Lohnschraube dreht, um den Job attraktiver zu machen. Nur einige von vielen Maßnahmen, die den Arbeitsmarkt stabil halten könnten. Und so könnte sie sich auch ausgehen, die verdiente Pension zukünftiger Generationen.